liebe Zuschauer, an den Märkten ist einiges los. Die Märkte sind wieder in Bewegung. Warum eigentlich und wo könnte das hinführen? Es ist mal wieder Zeit für eine Zwermann-Analyse. Und dazu begrüße ich jetzt natürlich mir telefonisch zugeschaltet ganz herzlich Chris Zwermann von Zwermann Financial. Hallo, Herr Zwermann. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich habe schon gesagt, die Märkte sind mal wieder in Bewegung. Eine Weile hatten wir uns über eine gewisse Lethargie beschwert. Das ist jetzt vorbei. Sie haben uns jede Menge Charts mitgebracht. Insofern starten wir direkt. Dann können Sie auch ein bisschen mit begründen, wo Sie im Moment für diese Marktbewegungen eben auch die Gründe sehen. Und wir starten mal mit dem Thema Dollarschwäche und haben da jetzt den Chart US-Dollar zum Schweizer Franken. Was passiert da gerade und was bedeutet das? Ja, also es sieht wirklich so aus, wie eigentlich von mir seit Monaten erwartet, dass wir auf eine sehr intensive globale Dollarschwäche hinauslaufen, die sich jetzt im Moment eigentlich tatsächlich eben intensiviert. Das kann man auch an den Zeiträumen eigentlich sehen. Und es gibt so eine Art Flucht aus dem Dollar. Und wo flüchtet man dann hin? Teilweise in die Rohstoffe, wie wir sehen, Gold und so weiter. Aber natürlich auch in Schweizer Franken, auch in Euro. Und gegen Schweizer Franken haben wir jetzt hier an dem Chart die Situation, dass wir unter eine 5-Jahres-Unterstützung drunter fallen. Das letzte Mal, dass wir also auf diesen Ebenen waren, das war 2015 im Januar. Viele werden sich daran erinnern, als die Schweizer Nationalbank die Unterstützung des Dollars und des Euros und so weiter aufgegeben hatte und dann der Dollar hier runterrauschte bis unter 0,70. Derzeit sind wir bei 0,92, das heißt leicht drunter 0,90. Es geht darum, dass jetzt dieser Trend und diese Unterstützung gebrochen wurde und die Fallhöhe doch sehr intensiv ist. Und wenn man eine Dollarschwäche erwartet, dann muss man damit rechnen, dass das sogar um einiges zeitmäßig viel länger dauern wird. Einfach technisch gesehen, hier wäre der Ausbruch, der jetzt nach unten stattgefunden hat, hätte eine nächste Zielgröße von 0,81, was also schon wirklich ein Meilenstein wäre. Und die Folgen für die Märkte sind im Moment noch gar nicht abzusehen. Und ich denke, da können wir im Anfang und in der nächsten Zeit noch drüber sprechen. Da sprechen wir definitiv noch ein paar Mal drüber. Jetzt gucken wir uns aber auch mal an, was das Ganze jetzt, diese Dollarschwäche am US-Markt so auslöst. Also hier jetzt die Korrelation vom Dollar zum Schweizer Franken in Korrelation zum Dow Jones. Ja, also ich will hier nur darauf eingehen, dass die Korrelationen sich verändern. Und das ist eigentlich auch etwas, was zu sehr vielen Verwerfungen an den Märkten normalerweise führt, weil sehr viele Computerprogramme darauf abgestellt sind. Also wir sehen hier das Tief im März beim Dow Jones und die ganze Zeit steigt der Dow Jones, während dieser Zeit der Dollar fällt. Dann hört der Dollar aber nicht auf zu fallen, sondern er fällt weiter und intensiviert im Moment seinen Rückgang. Und wir sehen, der Dow Jones kann davon nicht mehr profitieren und beginnt jetzt auch zu reagieren. Bedeutet, der ausländische Investor in den USA verliert über den Dollar so viel, dass er im Grunde genommen im Endeffekt wahrscheinlich gezwungen sein wird, sogar seine Aktienpositionen zu verkaufen, um nicht noch mehr Verluste zu machen. Also sprich, ein schwächerer Dollar zeigt hier in keinster Weise irgendwo eine Unterstützung für den amerikanischen Markt. Also keine Unterstützung durch den schwachen Dollar. Dann schauen wir uns den Dow Jones jetzt auch nochmal im Chartbild genauer an. Ja, beim Dow Jones sehen wir ja, wir hatten das letzte Woche auch schon mal hier angedeutet, dass diese Handelsspanne 24.000, 28.000 grob gesagt immer noch vorhanden ist, aber mit der Tendenz, dass wir jetzt sozusagen unter die 200-Tage-Linie fallen könnten, wo wir gestern schon mal drunter waren. Man muss dazu sagen, wenn man jetzt den S&P sich anschauen würde, habe ich jetzt mal hier weggelassen, dann würde man sehen, dass man tatsächlich genau an dem Nullpunkt des Jahres 2020 angekommen war, wie auch im DAX. Das heißt, letzte Woche hatte man sein Geld zurück von diesem ganzen Abtauchen. Was liegt dann näher, als dann zu sagen, wunderbar, Gott sei Dank haben wir das Geld zurück und ich verkaufe meine Bestände, zumindest mal auch für so manchen Fondsmanager eine Aussage. Das heißt, wenn wir hier korrigieren, und ich nehme an, dass wir das in nächster Zeit fortsetzen, vielleicht noch mit kleinen Erholungen zwischendurch,
dann kämen wir auf 24.000 und späterhin im Laufe des nächsten Monats in etwa Richtung 22.000. Also jetzt hatten wir gerade ja auch über die Auswirkungen, über die Korrelation zwischen dem schwachen Dollar und dem US-Markt gesprochen. Jetzt schielen wir mal direkt weiter zum DAX. Da haben wir gestern ja ein ziemlich heftiges Abrutschen gesehen. Wie sieht es da gerade aus? Weil Dollarschwäche, jetzt sehen wir mal den Euro zum Dollar. Und der Euro war in der letzten Zeit ja ziemlich stark unterwegs. Wie läuft hier die Korrelation zwischen DAX und Euro-Dollar? Ja, auch hier können wir das wunderbar sehen. Seit April oder seit März sind tief des DAX, da hat sich der DAX erholt und der Euro ist mitgestiegen. Das heißt, mit dieser Dollarschwäche hat der DAX sich wunderbar erholt. Natürlich auch durch Kapitalzufluss über die Eurobonds und über das, dass man den Euro vorher so ein Stück unterschätzt hatte. Aber seit zwei Wochen sehen wir, trennt sich diese Korrelation hier. Das heißt also, der Euro läuft weiter und ich habe es einfach nur mal dazu geschrieben, belastet im Grunde genommen den DAX in der Zwischenzeit. Wir sind eine Exportnation und je höher die Währung, desto schwieriger wird es, Produkte zu verkaufen. Vielleicht in der jetzigen Situation noch schwieriger. Das heißt also mit anderen Worten, wir sehen, dass der DAX hier ausgebremst wird und dass, wenn sich das fortsetzen sollte, wir sehen ja, wir waren schon in der Nähe Richtung 1,20 unterwegs, 1,25 war mein Ziel jetzt vor einigen Wochen, dann würde die Belastung wahrscheinlich noch größer werden für den DAX. Also Belastung für den DAX. Gestern haben wir, wie schon gesagt, ein ziemliches Abrutschen gesehen in den Wochen zuvor. Ist es aber natürlich sehr gut gelaufen, eine ziemlich gute Performance, eine Rallye beim DAX. Was hat sich jetzt am Chartbild getan? Wofür spricht das jetzt, was wir gestern gesehen haben? Wie könnte es hier weitergehen beim DAX? Ja, also wenn wir auf den Wochenchart schauen, dann sehen wir haben es letzte Woche hier schon mal angesprochen, dass dieses Hoch von 13.313 ein sehr markantes Hoch ist. Immerhin hatte man auf dieser Ebene tatsächlich für 2013 sein komplettes Geld zurück. Das heißt, man hatte eine schwarze Null etwa bei 13.250 und konnte sagen, wunderbar, dass das so ist, weil damit kann man leben. Was jetzt passiert ist, dass es dadurch, dass wir so in fünf Wellen nach oben gegangen sind und jetzt eine Korrektur begonnen haben, haben wir jetzt mit dem gestrigen Tag den Aufwärtstrend gebrochen, wie diese rote Kerze da zeigt. Das hat zur Folge, dass wir im Grunde genommen eine Korrektur begonnen haben, die in etwa bis 11.500 geht. Wenn sie weitergehen würde, würde sie in etwa bis 10.200 gehen. Wenn man das jetzt etwas, sagen wir mal, intensiver betrachten wollen, dann gucken wir kurz auf den Tageschart. Hier sehen wir auch dieses Hoch oben bei 13.313. Wenn es jetzt eine unregelmäßige Korrektur war, sprich eine A-Welle als Korrektur, B mit diesem Hoch, dann würde das C unter das A gehen. Das heißt also, wir wären dann wieder bei 11.500. Was in der Zwischenzeit passiert? Wir haben in der Zwischenzeit nur rote Kerzen von oben und diese dicke rote Kerze ist natürlich hier die Kerze von gestern, wo wir bei 12.252 das erste Retracement von dieser Aufwärtsbewegung erreicht haben. Das heißt, hier wird es erstmal halten und wir werden nochmals eine Erholung bekommen. Sprich, wenn es viel wird, wird es 12.900, könnte aber auch in dem Fall nur 12.660 werden, um von dort dann die Abwärtsbewegung nochmals fortzusetzen. Also sieht auf jeden Fall spannend aus, der Chart. Da reden wir nächste Woche dann weiter. Letzte Woche unser Thema auch Silber. Und was hat sich seitdem jetzt im Silberchart getan? Ja, der Silberchart hat uns eigentlich den Gefallen getan, dass wir das angestrebte Ziel bei 26,20, also auf den Punkt genau, erreicht haben. Das heißt, von dieser Abwärtsbewegung von 49,80 bis 11,60 ist damit das erste Retracement erfolgt. Wenn man ganz hart sein wollte, müsste man sagen, wir müssen die 19,35 nochmal zurücktesten. Derzeit sind wir bei 24. Genügt aber eigentlich auch schon. Das Wichtige ist an dieser Stelle, diese Flucht in die Rohstoffe müsste anhalten, wenn der Dollar weiter fällt, was ich annehme. Kommt es aber dazu, dass eine größere Risk-Off-Welle stattfindet, das heißt, dass man in Aktienmärkten Verluste macht, so intensiv, dass man vielleicht sogar Gewinne aus den Rohstoffen realisieren will, dann könnten die Rohstoffe an dieser Stelle nicht weiterlaufen. Also
26,20 ist erstmal eine sehr wichtige Marke für Silber. Wenn man nicht weiterkommt, wird es sicherlich schwieriger werden. Aber das kommt sicherlich darauf an, wie sich die restlichen Märkte an der Stelle in der nächsten Zeit entwickeln. Wir bleiben thematisch bei den Rohstoffen. Sie haben uns aber auch noch ein paar interessante Einzelaktien mitgebracht. Schauen wir zuerst mal auf ein Stahl- und Rohstoffunternehmen aus Australien, Fortescue Metals Group. Was ist an dem Chart gerade spannend? Also es ist erstmal sehr spannend, dass es ein australischer Wert ist. Der Australdollar ist ja auch nicht so dramatisch schwach. Auf der anderen Seite ist es eines der größten Unternehmen in Australien, also sprich in den 50 größten im Index enthalten. Und wir sehen hier eigentlich von 2008, dem Hoch etwa 13, jetzt einen Ausbruch bis 17,50. Jetzt könnte man sagen, ist schon viel zu weit gelaufen, aber es ist eine Aktie tatsächlich mit einem KGV, was selbst bei diesen Werten noch unter 10 liegt, hat eine Dividendenrendite, die auch an dieser Stelle sogar noch über 8 liegt. Vielleicht mal dazu gesagt, das Unternehmen beschäftigt sehr viel Ureinwohner von Australien, gehörte zu den Nachhaltigkeitsunternehmen, also von der Seite her eine relativ gute Basis, selbst bei diesem Preis hier noch. Wenn man es technisch sehen will, ist die nächste Zielgröße in dem Fall 22 Australdollar. Also so viel hier zu dem Rohstoffunternehmen. Thematisch am Schluss nochmal ein völliger Sprung. Jetzt geht es um Lotto, ein französischer Wert. La Française des Jeux. Was ist hier zu erwarten? Ja, das ist im Grunde genommen die französische staatliche Lotto-Gesellschaft, wenn man so will. Und die ist erst vor einigen Monaten, also sprich Ende letzten Jahres, an die Börse überhaupt gekommen. Hatte ein IPO etwa bei 23, 24 Euro, ging in der Zwischenzeit bis 30 hoch. Nun ja, also man könnte ja an dieser Stelle sagen, eine Lotteriegesellschaft macht eigentlich immer Gewinn. An der Stelle ist das vielleicht eine gewisse Sicherheit für die Aktie. Aber es ist immerhin die viertgrößte Lotteriegesellschaft der Welt und von der Seite her nicht klein. Und technisch gesehen hat sie eigentlich im Moment alles richtig gemacht, bis 26,60 zurückgegangen und hätte jetzt die Möglichkeit, wenn man dort ausbrechen würde, würde man sicherlich in Richtung 40 Euro laufen, was dann also auch nicht nur für die Lotteriegesellschaft, sondern für die Aktionäre mithin der größere Gewinn wäre. Also Lotterie am Schluss, unser Blick auf diesen Chart. Schauen wir mal, was die Lotterie an den Märkten in der nächsten Zeit so bringt. Da sprechen wir dann aber definitiv nochmal. Für den Moment, Herr Zwerbahn, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ja, keine Ursache und gesund bleiben. Ebenso. Ja, liebe Zuschauer, unser Blick auf jede Menge Charts, denn es ist einiges los am Markt. Da lohnt es sich dann auch mal wieder, die Charts genauer zu analysieren und zu gucken, wofür spricht das charttechnische Bild im Moment. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.